Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Vizibis Infinity Evolve. Mit dabei der Sora-Timers. Was geht, Leute? So, wir haben hier die Lamp of Cinders. Die gebe ich jetzt einmal. So. Und dann. Danke. Gerne. Haben wir schon den Eingang gefunden? Jo. Der ist hier drüben. Jo, Moment. Ich muss kurz den Block abbauen, dass ich raufspringen kann. So. So, dann einmal hier rechtsklick, dann. Hier rüber. Weil dann können wir hier die Rosen ganz leicht die Dornbüsche wegmachen. Können wir die einäschern. Und dann sind die einfach relativ schnell kaputt zu kriegen. Einfach nur mal drüber klatschen. Und da. So. So, was ich jetzt aber auch komisch finde, ist, dass der Chief sagt, wir sollen. Nee, ich bei Britannia. Make it past the Fornance and unlock the door of the castle. Aha. Ne, baue hier nichts ab. Ah, okay. Ich will jetzt mal schauen. Ja. Wenn wir hier reingehen. Aha. Wow. Wir suchen jetzt einfach mal den Weg hierzu. Ja. Oh, hier sind die Trolle. Was? Also wir suchen jetzt auf jeden Fall endlich mal den Eingang hier. Aha. Alter, was ist denn hier alles gespawnt? Ich Leck ich gerade oder leckt der Server? glaube, das ist der Server. Okay. Da sind auch. Ui, hier sind viele Trolle. Okay, diese Barrieren kannst du einfach kaputt schlagen mit einem Schlag. Ja, also ich habe jetzt wieder dieses Ender genommen. Ja, ich habe jetzt auch mal von meinem Schwert genommen. Achso, ja. Also nicht dass den Staff, ne? Wirklich das normale, das was ich mir gemacht hatte. Ah? Ah, das. Ah, doch nicht. Ne, never mind. Hier ist wieder der Eingang. Oder warte, komm mal mit nach draußen. Ich habe gerade so Ja. eine Befürchtung. Okay. Ausgang. Oh, ich muss was essen. Du hast ja schon bisher nur ein einziges Mal hier was essen. Ja, so bei mir ist es gleich das dritte Mal jetzt. Wow. Ausgang, verdammt, was ist denn der Ausgang? Ja. Warte. Ja. Ich bin jetzt hier. Ja. Aber warte mal, ich meine, ich habe gerade irgendwas gesehen, oder? Aha. Ne, vergiss es. Okay. Auf jeden Fall, ich habe eine verdammte Befürchtung gerade. Ja. Ja, du hast doch durch die Tür gehen, ne? Ups. So. Und zwar Ja. gehen wir jetzt einmal hier oben durch den Eingang. Aha. Weil ich sehe schon kommen, dass es jetzt der Eingang ist. Ja, wäre möglich. Weil dann gehen wir jetzt mal nach oben und wenn wir da ganz auf der Spitze sind und sich. Und es sieht bisher schon wieder so aus wie beim ersten Mal. Aha. Dann mache ich jetzt gleich auf die größte. Wenn das wirklich so ist, mache ich auf die größte Enttäuschung aller Zeiten gefasst. Okay. So. Oh, dieses Treppensteigen. Ja. Also Was habe bis ich? jetzt ist noch alles ruhig. Da oben ist nichts. Aha. Ja, und genau das beunruhigt mich gerade so sehr. Ich warte gerade Übles. Hier ist auch nichts. Wir müssen durch die Tür. Okay, ja. Ah, hier ist mal ein Pilz. Sieht besser aus. Aha. Kappa. Jetzt schaue ich mal hier drüben. Okay, hier ist auch nichts. Ja. Oh, verdammt. Ja, hier drüben. Hier drüben ist das, was ich meinte. Ah, okay. Scheiße. Ja, es ist so wie ich es da gedacht habe. Komm hier auf die mittlere Burg drauf. Ja, Moment. Ich hoffe, ich schaffe. Verdammt. So. Na super, ich runter. Scheiße.
Warte, ich bin hier auf so einer Brücke drauf, dann gehen wir von da aus herauf. Ja. Kommst du? Ja, ich muss noch wahrscheinlich irgendwie Komm ein. einfach raufgeflogen. Ja, mein Jetpack ist leer, leider. Warte, ich warte, muss. Moment, bleib Ja. draußen. Mach mal ganz einfach. Hier ist ein Capacitor. Ah, super. Ey Mann, das tut mir sowas von total leid für die Zuschauer, die jetzt hier zugeschaut haben und ein bisschen mitgefiebert haben. Weil Ja. der Twilight Forest ist so eins der seltensten Sachen, finde ich, auf YouTube so komplett. Ja, oh, ups. So, das will ich tun. Das wieder aus, das an. So. So, dann hier rein. Aha. Wo ist der Aufstieg? Geht das hier rüber? Ja. Hey, das ist ein Haufen Scheiße jetzt gleich. Okay. Wie inkompetent bin ich schon wieder? Ich will gerade was Ach, das haben. ist doch nichts Neues. Ja, stimmt. So. So, siehst du diesen Zaun hier? Ja. Ja, hier findet der feine Boss statt. Wow. Was aber der Final Boss, ja. Ich will. Ich glaube, du kannst es verstehen, warum ich keinen Bock mehr auf den Twilight Forest habe, oder? Ja. Das ist die größte Verarsche aller Zeiten. Okay. Also, damit ist offiziell der Twilight Forest zu Ende. Das ist scheiße. Ey, das ist der größte Scheiß aller Zeiten. Scheiße. Was macht man Ja, jetzt? das war eine 7-Minuten-Folge. Ich würde sagen, das reicht. Ja. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Natürlich nehme ich mit. Ja. Gut, ich würde sagen, Ja. damit kann ich hier rausgehen, ne? Ja, das war's dann quasi. Dann komm mal kurz her. Aha. Dann machen wir das dann mal so. Ja. Schicke ich dich zu mir rüber. Okay. Danke. So, dann tue ich hier noch so ein klein wenig Zeug rein. Dahin, so. Und hier in So. der Truhe habe ich alles gesammelt aus dem Twilight Forest. Ah, also dann zeige ich das auch mal kurz. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Und Das. das wollte ich dann später nochmal in einem Museum ausstellen. Ja, dann gehe ich noch das dazu. Ah, nee, das war nicht das. Das war auch noch. Das ist eine Open Blocks. Was habe ich hier auch so drin? Ja. Europa-Blöcke. Ich würde sagen, damit haben wir echt eine der größten Enttäuschungen von ganz Vizibis Infinity, ne? Das war definitiv einer. Ey, das ist so scheiße einfach. Dafür könnte ich den Mod-Entwickler so in die. Ja. Ja, ich will jetzt nichts zensieren. Ich glaube, wir können uns schon denken, was du meinst. Ja. Ja, gut. Jetzt bin Ja. ich aber auch am Überlegen, was ich noch machen könnte. Ja, gute Frage. Ja, komm, ich kann ja noch ein paar Solar Panels craften. Ja, und ich schau mal. Was könnte ich denn euch erklären? Ja, genau, das, oder? Nee, das kann ich euch noch nicht zeigen, weil das wäre die Folge. Also ich habe nämlich das Problem, dass ich mir heute ein neues Videoschnittprogramm gekauft habe, Magix Video Deluxe 2016. Und da hatte ich ein paar Probleme mit DX, mit dem ich hier aufnehme, punkto Videocodec. Deswegen wundert euch nicht, falls dieses Symbol hier irgendwo hier im Bildschirm auftaucht. Mit dem Codec zu tun hat. Ich hoffe, dass ich es zensiere oder es nicht da ist. Aber da kann ich es euch jetzt nicht zeigen, weil ich versuchen will, diese Folgen zu retten. Was kann ich euch sonst zeigen? Da, da, da. Das.
Das kennt ihr. Ja, genau, mein Reaktor, den habe ich ein bisschen umgebaut, ist aber auch noch nicht fertig. Hier, wo die Quarzwerke stehen, da kann man noch Reaktorkontrollwerks hin. Und dann will ich eventuell noch hier statt die Casings, was heißt? Ja, ich spreche Okay, dich aus. ich habe gerade irgendwie ein Menü geöffnet. Okay. Reactors. Da würde ich nicht gerne hier dieses Reactor-Glas reinbauen. Das ist gleich ein Crafted Reactor Casings. Glas. Ja. Hier habe ich halt einen World Anchor gesetzt, weil ich hatte eigentlich diesen Dimension Personal Anchor. Nur entweder liegt es daran, dass es nicht chunkgenau ist oder er will es nicht annehmen beim Reaktor, aber gut, habe ich den eigentlich gestellt. Das hier kennt ihr ja. Okay. Was ich jetzt gerade am machen Ja. bin, ich sorge dafür, dass ich in meinem Haus quasi nie wieder Hunger kriege. Ja, stimmt, das muss ich auch noch machen. Was? Wie machst du denn das? Also ich habe das so gemacht, dass über den Blender die Seeds gesetzt werden, dann über den Harvester abgeerntet. Das geht dann in die Caches ran, werden über ein Crafter Tier 3 zu Seeds verarbeitet und das muss ich dann auch umstellen, dass es 1, 2, 3, 4, 4 Crafter Tier 1 sind, die Seeds daraus herstellen und einer, der dann das fertige Rezept daraus macht. Ja, weißt du, was ich gemacht habe? Komm mal bei mir vorbei. Ja, Moment. Da muss ich hin. Da, Dial Schau mal in deine Buff-Leiste. ja. Und, fällt was auf? Saturation 3. Was? Ah, das ist durchgehend. Ja, ich habe hier so einen Environmental Controller und da Aha. ist ein Saturation Plus Modul. Das heißt, für 0,03 Tick, Ja. 0,3 RF pro Tick, insgesamt 966 für das ganze Gebiet hier, haben wir hier Saturation 3 und Saturation ist quasi Sättigung. Wir kriegen keinen Hunger mehr hier. Oh, das ist nice. Ja. Was ich noch machen könnte, Ja. ich bin am Überlegen. Was ist jetzt ein bisschen blöd? Ich werde auch mal kurz nach einem Mod schauen, weil da wir jetzt so eine herbe Enttäuschung hatten wegen The Dread Forest, ist mir nicht gerade eingefallen. Weißt du was? Ja? Wollen wir uns noch einen richtigen Boss halt machen? Ja, gerne. Komm, wir gehen noch ins End und machen nochmal den Enderdrachen. Genau, dann. Ich habe jetzt keinen Bock, dass das so endet jetzt einfach. Ja, also dann werde ich mir das noch aufheben für die nächste Folge, was ich da plane. Wieso sind jetzt Fragezeichen S? Okay. Oder Ah. alternativ hätte ich Ja. noch eine Idee, was wir machen. Okay. Hättest du Bock mal an der Wizard Farm mitzumachen? Ja, hätte ich schon Bock drauf. Ja, dann machen wir das doch mal. Ja, gerne. Das wollte ich erstmal ein bisschen außerhalb aufbauen. Aha. Ungefähr so hier drüben. Ja, du bist jetzt mein Teleporter. Nee, da ein. So. Warten. So. Oh, Servus. Und zwar brauchen wir jetzt mal dann hier aus Aha. Draconium Infused Obsidian. Das sieht geil aus. Ja, das ist wasserresistentes Obsidian. Aha. Brauchen wir erstmal einen Käfig Ja. von 5x, 3x, keine Ahnung, was. Dann. Ja, komm, dann machen wir mal eins drauf. Da scheue ich jetzt keine Kosten und Mühen. Das Ja. ist mir scheißegal. Hauptsache, das ist sicher. Weil wenn das falsch aufgebaut wird, kann es sein, dass der Wizard daraus
rausploppt. Und wenn das dauerhaft dann passiert, das ist ein bisschen sehr arsch. Ja, also das kann ein bisschen Zerstörung verursachen. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen viel. So. Ah, du bist wieder Sniper. Die. Doch. So. Da kommt das. Okay, oh. Das. Achso, das war mit dir. Alter. Ja? Hab ich mich gerade zu Tode erschrocken. Ja, war ich in meinem Wireless damals. Okay, dann machst du das schon. Jo. Dann gehe ich mal neues Draconic Infused Obsidian holen. Aha. Und was mir gerade einfällt, ich habe hier einen neuen Skill, was euch wahrscheinlich aufgefallen sein wird. Das hatte ich eigentlich in einer meiner Vanilla-Folgen erklärt, aber da ich die leider nicht retten konnte. Okay, ich sag euch mal kurz, also ich bin ja großer Fantasy-Fan und mein alter Skill ging mir jetzt ja doch so langsam auf die Nerven. Und deswegen habe ich mich mal umgeschaut, Final Fantasy Skin. Okay, da gab es eine Menge. Ich habe mich für den von Squall Lionheart entschieden. Die Grundgeschichte ist einfach kurz gesagt deswegen. Ich habe mit dem 8. Teil angefangen, weil mein Bruder ihn mir mal geschenkt hat. Geschenkt hat. So bin ich dann durch diese ganze Geschichte gekommen. Und wieso genau ich gerade diesen Skin habe und was es damit auf sich hat, das werdet ihr noch in späteren Projekten erfahren. Da ich aber selber merke, dass meine Videoschnittqualität oder mein Wissen darüber noch nicht so gut ist und ich erst heute dieses Programm gekauft habe und ich wahrscheinlich ein paar Wochen brauchen werde, bis ich... Oder Jahre, bis ich darin, sagen wir mal, gut genug bin, um für dieses Projekt, was ich seit sehr, sehr langer, also seit vielen Monaten, beziehungsweise seit, ich bin jetzt YouTuber seit 2 Jahren, bis auf das ich jetzt erst nicht wirklich seit 2 Jahren Videos mache, an dieses Projekt war ich jetzt seit fast 2 Jahren und es ist etwas, wo ich selber sage, solange meine Qualität nicht so gut ist, dass man sagen kann, die wäre 1000 Likes wert, will ich dieses Projekt nicht bringen. Und ja, ich hoffe, dass ich es mit dem Projekt schaffe, mit dem Programm schaffe, meine Qualität so extrem zu verbessern. Und ja. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, weil ich. Gut, ich weiß nicht, wie spät es ist. Mal sehen. Heute werde ich, glaube ich, nicht mehr rennen, eher morgen. Und ja, ihr werdet dann eben morgen sehen, wie die. Gut, ihr werdet es in der Vergangenheit morgen gesehen haben, wie die Qualität so ist. Und ja, ich bin da auch selber mal gut gespannt. Dann auf jeden Fall mal, würde ich sagen, Folge schon auf jeden Fall. Ja, das wäre super. Und natürlich auch bei uns beiden. Und vor allem auch bei seinem neuen Projekt reinschauen, Deponia of Doomsday. Deponia Doomsday, nur. Nur Deponia Doomsday, nicht auf. Ja, stimmt. Also ich schaue ja das selber auch und ich muss sagen, sehr gutes Projekt. Und vor allem sehr verklopptes Spiel. Das auch. Und die Leute, die Logik suchen in diesem Spiel, ihr werdet vergeblich danach suchen. Es ist einfach echt so, dieses Spiel ist einfach so bescheuert, aber das hat es auch einfach an sich. Ja. Hier kannst du eigentlich schon wieder normal hinmachen. Ja. Ich muss jetzt gleich schon mal hier eine kleine Aufstellung anfangen. Aha. Während, wenn du mir da ein bisschen beim Craften helfen könntest. Ja, gerne. Auf jeden Fall brauche ich jetzt 3 Blockbläser. Dann nehmen wir die doch einfach mal. Ne, 4 sind es. Und Autonomes brauche ich noch 2. Was davon haben wir da? Fast gar nichts. Aha. 1, 2. Was ich aber auch genial finde. Ja. Bei mir gab es letztens mal unter den Kommentaren jemand, der meinte,
Du hättest voll die Kiddie-Stimme und ich meine nur, ey, Alter, der ist älter als ich. Ja, so. Also, dem sein Gesichtsausdruck hätte ich in dem Moment gerne mal gesehen. Das hätte ich auch gerne gesehen. Also, was ich jetzt so raushöre von deiner Stimme, würde ich sagen, wenn ich es nicht kenne, das eigentlich also kennen würde, grob geschätzt 18 bis 19. Was? Ja. Von meiner Stimme. Ja. Okay, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Okay. Das lasse ich jetzt einfach nur mal so stehen. Ja. Also nur zur Info, der Typ, der meinte, ich würde klingen so vom Alter her wie Klaus oder Trivolo. Also bei Klaus kenne ich das andere, bei Trivolo. Ich Quasi glaube, genauso wie bei das. Klaus. Ja. Und. Also, sie sind jetzt, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie alt sind, aber es Sie ist sind schon alt. ein. Okay, ja. Man kann es echt nur sagen, sie sind alt. Ja. Also, das habe ich. Also, falls. Ja, gut, wer kennt Hardy nicht? Also, das hat er ja auch mit einer seiner Folgen erwähnt. Und er so, dass so gesagt hat, dass er 27 wird. Ja, schon krass, also. Ja, das hat mich ein bisschen überrascht, dass er tatsächlich schon so alt ist. So, So. einen Mobgrinder. Wo war das? Da war es. So. Ah, und falls ihr, ich frage, wieso ich das Ressourcebeck rausgenommen habe, das habe ich deswegen rausgenommen, weil ich habe jetzt gerade nur 18 FPS. Und es läuft zwar flüssig, aber ich merke schon, wenn ich das Ressourcenpack drin lasse, kann es häufiger zu Lags kommen. Und ja, ich schätze mal, dass es an der Menge der Mods liegt oder eher am Launcher. Ja, das war jetzt sehr schlau. Okay. Das ist Blockblazer für euch, dass ihr das auch seht. Und ja, das. Dann haben wir hier unten so ein Upgrader, dann. Autonomes Activator. Oh, ja. Und ich Was war merke das gerade, denn jetzt? ja. Was hast du jetzt gerade gemacht? Das kommt von draußen. Ich habe nicht noch mal ein Fenster offen, merke ich gerade. Okay. Das war ja, das hättest du derbe abgeschmatzt. ja, ich glaube, das regnet schon wieder. Ups, ich sollte vielleicht beim Mikro bleiben. Voilà. Wäre eine Möglichkeit. Ja. So, Der was? müsste jetzt. Nein, der bekommt noch keinen Strom. Okay, jetzt besser jetzt. Ich. Jetzt bekommt der Strom, sehr schön. Aha. Die haben auch Strom, die haben aber auch nichts drin. Ja, gut, diese Bücher lassen. Oh, lassen sich gut craften. Haben wir gerade eine Ender Chest mit der. Okay, mit weiß, weiß, weiß ist nichts. Weiß, weiß, da habe ich, glaube ich, ist das die Freund oder? Das ist die Default. Ich glaube, da habe ich meine Erzverarbeitung drin. Moment, ich schau mal kurz. Ja, gib mir jetzt einfach nur gerade, dass ich jetzt nichts herauspumpe. Ja, also ich glaube, die müsste deaktiviert sein. Ja, die ist leer. Ja, die sind auch nicht angeschlossen. Oh, ja. Und das hier mit dem Messerator, da habe ich jetzt auch das Problem gefunden, was da war. Ich habe einfach nur hier die Pipes nicht angeschlossen, weshalb der. Ich weiß nicht wieso, aber die Items nicht verarbeitet, aber. Ja, gut. Ah, ich muss sagen, ja, also Verdammt. fühlt sich langsam wieder. Kann ich was helfen? Ja, wir können jetzt erstmal, kannst du erstmal helfen, dass wir die Folge beenden. Wir sind schon bei 24 Minuten. Ui, Dann würde ich sagen, was hast du für diese Folge? ja, genau. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, klickt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, alle Kritik, alles Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Ja, tschüss.